das sind dann Banausen und Vandalen. Die haben keinen Respekt vor der Kunst, das ist das Problem. Ja, lichtempfindlich, okay. Auch witterungsempfindlich und um da ganz sicher zu gehen, gibt es also zwei Garagen, die wir zur Verfügung haben. Es gibt zwei Räume, die wir zur Verfügung haben. Und ich stelle meine Werkstatt auch noch zur Verfügung, dass wir da also auch einen Platz haben, wo Grafiken und Gemälde dargestellt werden können. Ich denke, wir gehen jetzt noch mal so auf den Hof, dass ich Ihnen zeige, wie es da aussieht. Wir werden in dem alten Getreidespeicher, da werden wir zwei Ausstellungsräume haben. Da wird Amels aufstellen, da wird Rita Gräber aufstellen, da ist die Doris Dörfmann-Metz, da ist Günther Rother und ich weiß nicht, wer noch da ist, also irgendjemand ist da noch. Dann auf der anderen Seite sind die beiden Garagen, die wir benutzen können und die beschreiben dann auch gleichzeitig den Weg aus dem Hofgut wieder raus. Dann geht es runter an den Nidder, wobei auf der rechten Seite, auf dem großen Acker, ich meine Installation machen werde mit den 100 Spaten, wo ich also auf ästhetische Weise zeigen will, wie viele Leute vor 100 Jahren in Lippstadt gearbeitet haben. Das dürfen ziemlich genau 100 sein. Und die stehen also angezogen mit einer Hose oder mit einem Rock auf dem Feld. Und da habe ich also versucht, so einen Zwischenweg zu finden. Ich wollte die nicht zu perfekt aufstatten. Dann hat man so den Eindruck, das sind möglicherweise Vogelscheuchen. Und ich wollte aber auch nicht zu reduziert auf den Spaten gehen als Symbol der Arbeit, weil ich dann die Befürchtung hatte, das kommt möglicherweise mit der Assoziation Reichsarbeitsdienst in eine ganz falsche Richtung. Also die haben also nur einen Unterteil an und ansonsten sieht man also, dass es ein Spaten ist, dass es um Arbeit geht. Ja, wir gehen jetzt gerade nochmal so rum, damit ich Ihnen unten nochmal diesen schönen Platz zeigen kann, wo die beiden Lustbäume sind, wo dann später die zweite Bühne sein wird. Und auf dieser Wiese wird also auch neben verschiedenen kleinen Sachen, die wir zum Essen anbieten, die verschiedene Künstler noch aufstellen, sodass wir da so einen zweiten Schwerpunkt haben. Wir sind jetzt Spielteilnehmer. Du hast rot, ich habe schwarz. Ja. Und du musst deinen Ball hier reinbekommen, indem du so von unten. Oh, das. Das führt einen Weg nach. Hier, da, wenn die Dosen endlich unten sind, vom Bügelwerk runtergeworfen worden sind, gibt es 2 Meter lange Zangen. Mit denen müssen die Dosen dann wieder aufgestapelt werden. Wenn du meinst, ja, gut. Dieser Schilderkreis ist genau das richtige Stichwort. Das handelt sich hier darum, um den Versuch, die Tradition der Kelten in den modernen Kreisverkehr wieder einzuführen. Also ich hab noch mehr solche Projekte. Moment. Da muss erstmal hier für eine gewisse Spannung gesorgt werden. Dann kommt hier die Prüfung der Feinmotorik. Man muss das hier also hier reinbringen. So eng. Ich mache das jetzt hier mit Leichtigkeit. Ja, jetzt. Ha 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 ha!
Ha, 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 ha